Hallo zusammen, mich ist wieder euer Chilla und schaue mich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder einen weiteren Teil von meiner Videoserie Collection Update. Und da wollen wir uns ja immer zusammen angucken, was ich so die letzte Woche an Collectibles gesammelt habe. Und als Assistenzprogramm nehmen wir hier einmal All the Things. Da kann man sich nämlich alles Mögliche anschauen. Ich persönlich bin mit dem Druid hier im Unique-Modus und auch nur Druid. Also man könnte da auch noch alle möglichen anderen Klassen angucken, beziehungsweise auch, wie ich es so schön nenne, zwei Transmog. Das mache ich im Moment noch nicht. Im Moment sind wir noch im Unique-Modus unterwegs und haben da tatsächlich noch genug zu tun. Wo waren wir letzte Woche gestanden? Wir hatten letzte Woche, wenn ich jetzt hier mal das Video davon durchtapp, waren wir bei noch 1282 Items fehlend. Das waren 98,30%. Jetzt sind wir quasi 19 Items weiter bei 12.063, 98,32%. Also jetzt keine großen Sprünge, aber so die ein oder anderen kleinen Sachen habe ich gekriegt. Das, wenn man nur noch wenig braucht, dann sind die Sachen halt immer ein bisschen blöder zu holen. Ein Pet habe ich jetzt endlich bekommen. Und zwar, mir hatten ja noch 4 Pets gefehlt. Jetzt habe ich eins gekriegt. Und zwar war das das Pet aus dem Gluthof, wo man dementsprechend so Kerzen löschen muss mit so einem Eimer. Da braucht man x Voraussetzungen. Unter anderem muss man dann Seeker auf einem bestimmten Ruf haben, dass man dann den Eimer freischaltet. Dann braucht man dieses Kerzengebäude wiederum. Und erst dann kann man sich auch das Pet farmen, weil dann erst ein Rare spawnt, der wiederum das Pet droppt. Ja, das war jetzt eine längere Geschichte. Ich musste auf meinem Twink den Gluthof ein bisschen hochbasteln und auch die Anhänger ein bisschen hochbasteln, konnte mir das holen. Sonst kann man es sich natürlich auch mal Auktionshaus kaufen, aber naja, über 100k für ein Pet, das ich mir selber farmen kann, will ich halt nach Möglichkeit nicht ausgeben. Dann bei den Mounts haben wir auch 2 gut gemacht, und zwar waren es letzte Woche dann auch 17 drin, jetzt sind es nur noch 15. Ich habe nämlich 2 bei meinem Char bekommen, bei meinem Ventier-Char. Einmal habe ich das Spiegelmount bekommen, also aus diesen Spiegel, die man reparieren kann, wenn man quasi die das Spiegelnetzwerk auf 3 hat, habe ich aus einer Kiste einen Mount rausgezogen. Das einzige Mount, was da drin ist, und auch einige Items vom Set, was ich euch nachher gleich nochmal zeigen werde. Da werden wir nochmal rüber switchen auf meinen Ventier-Char. Und dann habe ich auch noch das Gluthof-Mount bekommen. Also sprich, wenn man die Gräfin auf Max-Ruf hat und dann nochmal einen Gluthof macht, gibt es da auch noch einen Mount. Zu beiden werde ich aber auch einen Videoguide, oder habe ich schon einen Videoguide gemacht, der kommt aber dann die Tage. Genau, so viel zu den Mounts. Dann Sets hat sich, glaube ich, nichts getan. Genau, Berufe ist auch eigentlich soweit gleich geblieben. Hergestellte Items auch. PvP müsste ich mal gucken. Da habe ich, glaube ich, ein paar weitere Items gekriegt. Ja, also ich bin echt nicht irgendwie am Rating-Farm oder so. Aber ich mache halt zumindest immer mein also halt Weekly 1-2 RBGs mit dem Main, dass ich halt noch eine weitere Chance in der Weekly-Chest drin habe, einfach um ein bisschen Transmog zu kriegen. Jetzt habe ich halt wieder random gespielt und jetzt sind wir halt mittlerweile, haben wir Herausforderer, also das ist nichts Großartiges. Ich glaube, irgendwie 1600 Rating habe ich jetzt, was nichts Krasses ist. Aber halt so nebenbei, ne, kommt es so langsam nach oben. Und dementsprechend gab es dann halt einiges von dem Set, ne? Also, muss ich mal gucken. Vorlagen, Sets, und zwar hier. Also da einiges von dem Elite-Set. Das habe ich von dem Elite-Set mehr als von dem Gladiator-Set. Da spare ich ja immer noch die kompletten Ressourcen, ne? Ich bin jetzt bei 5000 Eroberungspunkte und da will ich mir irgendwann mal das ganze Transmog kaufen. Ich habe bei Twings, habe ich da auch nochmal ein paar Punkte zusammengefarmt. Genau, also da hat sich ein bisschen was getan. Da haben wir irgendwie 6 Items bekommen. Flyparts hat sich nichts getan. Erweiterungsfeatures haben wir 8 Items nochmal drauf gekriegt. Das waren dann so Kleinigkeiten, unter anderem auch das Set aus den Spiegeln vom Ventia, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden. Achievements, habe ich irgendwas? Ah ja, die Heldentat habe ich halt gekriegt, ne? Das ist auch unter Achievements drin. Weltbeute hat sich nichts getan. Außenbereiche habe ich einen Teil gekriegt, und zwar war ich bei einem Händler. Ich habe übrigens, ach ja, ich habe über den Necrolord alles fertig mit meinem Main, also alle Transmog-Sachen, und habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal komplett Anima auf Max ausgekappt. Ich will ja eigentlich mit dem, ja, den Covenant switchen, und dementsprechend habe ich das Anima auf der Bank, weil warum soll ich es bei den Necrolords einzahlen? Also ihr seht hier, es ist einiges Anima drin. Ich würde sogar fast behaupten, das sind vielleicht 100.000, vielleicht ist es weniger, vielleicht ist es mehr, I don't know. Auf jeden Fall ist es viel Anima, was ich auf der Bank habe. Ich habe jetzt aber trotzdem nochmal 35k eingezahlt, weil ich meine Missionen weiter betreiben wollte, beziehungsweise habe jetzt bei einem Händler, der ist in Revendrest,
irgendwo hier unten, der hat irgendwie eine Waffe gehabt, die unique von ihm war und dann nochmal 5 oder 6, die nicht unique waren, die haben alle 3500 Anima gekostet. Und dementsprechend von den 35k, die ich eingezahlt habe, sind jetzt schon wieder fast die, oder ja, sind etwa die Hälfte, ist auf den Händler schon mal draufgegangen, ne? Also hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt tatsächlich, dass es da so viele Sachen gibt, aber die kannst du mit jedem Covenant kaufen und die habe ich mir dann noch geholt. Und dann haben wir das letzte noch, Dungeon und Schlachtzüge, ja. Ich bin ja immer noch an diesen letzten paar Items dran, also diesen Kopf im HC und im NHC, es will halt einfach nicht droppen, ne? Also ich habe Weekly Chest die Woche schon aufgemacht und war auch schon die Woche wieder HC drin, NHC muss ich jetzt, hat noch mit den ganzen Chars gehen, es will einfach nicht droppen, ne? Also da geht leider ein Haufen Zeit drauf und es kommt relativ wenig rum bei, aber naja, muss man ein bisschen dranbleiben. Was am meisten Zeit natürlich bei mir beansprucht, ich bin jeden Tag mit 4 Chars alle Anima World Quests und Konsorten machen auch, die Pet Battle World Quests mache ich, beziehungsweise die Ehrengeschichten. Und mittlerweile kann ich euch zeigen, jetzt bin ich wieder bei über 1000 Ehrenabzeichen, also heißt, da werden wir auch bald ein bisschen was von kaufen. Von den anderen Klassen werden wir ein paar Sets wahrscheinlich mal holen. Und ja, Pet Battle Marken habe ich auch fleißig gesehen. Ich bin jetzt bei 10.600, die ich hier habe auf den, ich habe die von dem anderen Chars schon wieder rübergeschickt, ein paar hundert habe ich da tatsächlich nur liegen, vielleicht sind wir jetzt schon knapp auf 11k, aber ich habe ordentlich hochgefarmt, vor allem auf den Hinblick zum Patch 9.1, wo es ein Pet gibt, was 10.000 Pet Battle Marken kostet, dementsprechend ist das schon mal ganz gut, also heißt, ich kriege die Pet Battle Marken hauptsächlich über die Missionen, die ich auf den 4 Chars mache, beziehungsweise mittlerweile habe ich sogar mehr als 4 Chars, aber da sind die Anhänger noch nicht so hoch, und über die World Quests. Ihr seht, hier haben wir einiges eingetütet, weil damit ein paar Chars halbwegs aktiv ist, dann kriegt man das eigentlich ganz gut zusammen. Ich werde das jetzt noch ein bisschen weitermachen, bis ich so 12, 13, 14.000 habe, weil es gibt ja auch neue Pets, die müssen wieder gelevelt werden und so weiter, ne? Also nur die 10.000 für das eine Pet werden halt nicht reichen, um auf 9.1 sich vorzubereiten. Ja, soweit jetzt zu den Sachen. Jetzt würde ich sagen, machen wir den letzten meiner 4 Covenant-Chars, und zwar den Kyrianer. Das woppen wir jetzt einmal rüber und kaufen da mal die ganzen Sachen, denn ich habe mit dem seit einer Weile Anima gefarmt und dementsprechend müsste da das ein oder andere Anima rumliegen. Und ich würde sagen, das nehmen wir jetzt und kaufen uns mal so viel, wie quasi mein Anima-Vorrat hergibt. Und solange wir umloggen, habe ich hier auf dem zweiten Account meinen Mongo. Da kann ich euch zeigen, wie mein Fortschritt da ist. Und zwar, ich bin ja an dem Ventier-Set dran, ne? Und hier an dem Reisenetzwerk-Set sieht es sehr, sehr gut aus. Ich habe mittlerweile alles bis auf einen Teil. Das Mount habe ich raus, den Umhang habe ich raus, das Pad habe ich aus den Spiegeln raus. Sprich, wenn ich hier die Handgelenke kriege, dann müsste ich eigentlich fertig sein. Jetzt, das All the Things ist leider nicht upgedatet auf dem zweiten Account. Da sind jetzt alle möglichen Sachen drin, ist aber egal. Zum Transmog nachschauen müsste es hoffentlich reichen. Jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. Ach, den Kopf hat er noch nicht. Also Mirror Network, können wir das mal updaten. Okay, also ich habe tatsächlich alles bis auf die Handgelenke. Wenn ich die auch habe, dann ist das Reisenetzwerk abgehakt. Wir sind halt jeden Tag, so 20 Minuten verwende ich da halt schon. Ich weiß nicht, ob es 20 Minuten sind, aber ich muss halt erstmal die Rubine umtauschen, dann muss ich die verschiedenen Positionen aufsuchen, die Mobs davor klatschen, muss ewig durchs Gebiet reisen, also eine Viertelstunde, um die drei Portale zu machen, bist du wahrscheinlich schon unterwegs, schätze ich mal. Und du musst ja auch immer gucken, dass du die Rubine wiederum beschaffst, ne, um die Portale zu benutzen. Also wenn das wegfällt, wäre ich auf jeden Fall sehr glücklich. Die anderen Sachen, ne, also das Gluthof-Set, das kannst du einfach mit Anima kaufen. Da haben wir ja vor 2 Wochen mit dem Char schon mal alles soweit ausgegeben. Und ich hatte, glaube ich, über 60k ausgegeben, 54k hatten jetzt noch gefehlt, um alles Restliche zu kaufen. Mittlerweile, seht ihr, habe ich schon wieder Cap mit dem und dementsprechend habe ich, glaube ich, auf Inventar bzw. Bank ein bisschen was rumliegen, ne? Also ich denke mal, in einer Woche werden wir dann bei dem Ventier-Char hoffentlich mal einen Haken hintermachen. Necrolord habe ich ja alle Sachen über Anima. Ich denke mal, nächste Woche machen wir dann hier den Ventier-Char fertig. Aber jetzt gucken wir uns als allererstes den Kyrianer an. Da hatten wir tatsächlich noch gar nichts gemacht. Also bei dem müsste 100% des Zeuges hier noch drin liegen. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, Kyrianer, Händler, seht ihr, dann sind da noch so gut wie alle Sachen drin. Und ich würde sagen, da steigen wir einfach ein. Und zwar bin ich fast am Cap, oder wir zahlen jetzt nochmal ein, dass wir wirklich ganz am Cap sind. Machen wir das jetzt mal so.
Und dann gucken wir mal, was wir hier ausgeben können. Ich habe keine Ahnung, wie viel Anime ich genau habe. Ich schätze aber, dass wir... Also 50.000 aufwärts haben wir auf jeden Fall. Wahrscheinlich eher 70.000, 80.000 aufwärts. Vielleicht sogar 100.000, ich weiß es nicht. Ihr seht, ich habe hier auf der Bank ziemlich viel Anima. Das sind teilweise auch höhere Stacks. Mal 40 gesteckt, mal 50 gesteckt und so. Also da ist schon ein bisschen was im Inventar. Liegt auch nochmal das von heute und gestern rum. Also da ist schon einiges an Material da. Und ich hoffe, wir kommen da relativ weit. Ne? Also da, so langsam zeichnet sich's ab, dass ich Richtung Ende des Anima-Grinds komme und das ist tatsächlich täglich schon mein Hauptbestandteil in WoW, weil es halt sehr, sehr zeitfressend ist tatsächlich und wenn das wegfällt, kann ich halt viele andere Sachen machen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, steigen wir hier ein. Was habe ich mir schon geholt? Das Toy habe ich mir schon geholt, Mount habe ich mir schon geholt und das Pet. Jetzt holen wir uns hier einmal als allererstes die Waffen-VZ. Ne? Dann haben wir hier Handschuhe, Handgelenke, Hosen, dann haben wir hier einen Kopf, dann haben wir hier einen Rücken und noch einen Rücken. Was ein bisschen gefährlich wird, sind die dankbaren Gaben. Ich weiß nicht, ob das reicht, weil bei dem habe ich mit Abstand am wenigsten. Und es könnte sein, dass mir das Genick bricht, aber das werden wir sehen. Jetzt kaufen wir erstmal alles, was hier nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ihr seht schon, das Ding geht ordentlich runter, mein Counter vom Anima. Wir erinnern uns, das waren... waren overall hier 35.000, knappe 35.000. Jetzt muss ich einmal umschalten auf alle. Vielleicht kann ich mir nochmal was Günstiges kaufen, was ich noch nicht dann habe. Ich glaube, da müssten noch ein paar Umhänge drin sein. Okay, die sind leider alle teurer. Okay. Gut, dann würde ich sagen, lernen wir das alles mal. Muss es einmal anlegen. Und dabei tun wir mal mein Main Gear weglegen, weil, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, der Char hat kein super duper krasses Gear, aber so um die 200er Item Level hat er, ne, dass er das ein oder andere machen kann. Und dementsprechend muss man da ein bisschen gucken. Jetzt tun wir das Main Gear einfach hier rüberlegen und dann dürfte da eigentlich nichts passieren, hoffe ich zumindest. So, das hier noch. Das hier, Legendary hat er übrigens auch, ne, also ich war schon fleißig, war sogar ein Torgast, das ist sogar Rang 4, ne, also meine 4 Twings, die ich zumindest einigermaßen aktiv spiele, weil sie halt bei den verschiedenen Covenants sind. Achso, ne, das ist nicht das richtige Item. Wait, habe ich da so ein lowes Teil an? Okay, interessant. Interessant. Gut, das haben wir jetzt schon mal gerettet. Jetzt hauen wir das mal kurz weg. Ich mal. Ja, 202 Item Level habe ich noch. Heißt, ich habe nichts Wichtiges verkauft. Gut, jetzt würde ich sagen, zahlen wir die zweite Charge ein. Wir haben jetzt quasi 35 minus 3, also 32.000 haben wir jetzt etwa rausgehauen. Also 32.000 Anima ist jetzt etwa rausgeblasen. Und jetzt hauen wir nochmal rein. Also ich vermute, dass ich nochmal cappen werden kann. Schauen wir mal, ob das reicht. Ja, siehst du, da ist nochmal ein Cap da, ne? Leider sehe ich jetzt nicht auf der Bank, wie viel es ist, weil selbst wenn ich jetzt drauf gucken würde, der zeigt mir nur das letzte Mal an, wo ich drauf geguckt habe. Wenn ich halt so die Sachen runternehme, dann wird es nicht angezeigt. Aber das Zeug im Inventar wurde nicht angetastet, heißt, wir haben noch einiges, ne? Also es ist nur das von der Bank wurde genommen. Anscheinend ist das irgendwie priorisiert. Da hätte ich mit dem Main eigentlich die ganzen grünen Tokens auf die Bank legen können. Gut zu wissen. So, also wir haben jetzt dann nochmal frische 45.000, knappe zumindest. Dann holen wir uns hier den Kopf und den Rücken und dann haben wir jetzt noch einige Waffen und später müssen wir dann nochmal umschalten, dass wir auch die Sachen sehen, die ich theoretisch nicht sinnig nutzen kann. So, heißt, wir gehen hier auf alle und dann gucken wir, natürlich Kette, Platte und Stoff brauche ich mir nicht kaufen, das ist klar, aber zum Beispiel den Dolch hier, den können wir uns noch kaufen. Und den Streitkolben, der wird wahrscheinlich halt klassifiziert als Stärke-Item, ne? Und deswegen war der nicht aufgezeigt. Das andere, der Dolch, war wahrscheinlich halt intern klassifiziert als, als Rogue-Dolch mit Agi. Und den kann ich ja auch nicht sinnig nutzen als Druid. Ich kann zwar transmoggen, aber es macht halt keinen Sinn als Druid in irgendeinem Spec so ein Item anzulegen. So, die Waffenillusion hat er noch nicht gecheckt. Das müssen wir jetzt einmal updaten, dass er es checkt. Vermute ich mal. Okay, hat er. Gut, dann haben wir jetzt von dem einen Händler schon mal alles geholt. Und haben da fast 60.000 für ausgegeben, ne?
Seht ihr, also wir haben jetzt nur 6k über. Alleine für den ersten Händler haben wir jetzt schlappe 60.000 gewastet. Das waren jetzt wie viel? Naja, jetzt gehen wir mal noch zu dem anderen und dann schauen wir mal. Jetzt muss ich bloß gucken, wo die Händler sind. Ich habe eigentlich, hätten wir vielleicht vorher schauen sollen. Also, was haben wir denn hier noch? Das ist der Mythic-Händler, da kann ich mit Anima nichts anfangen. Und das hier ist noch ein kosmetischer. Warte mal, war der auch unten? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich muss jetzt die Händler suchen. Ich bin schon wieder, ihr merkt schon, top vorbereitet. Ich bin mir nicht sicher, es könnte sein, hier war doch auch nochmal irgend so ein Hanswurst gestanden. Ihr merkt schon, es fängt ein bisschen zum Hackeln an. Wenn man hier die Collection refresht bei All the Things, dann, ja, leckt das ab und an ein bisschen. Ah, schau mal, hier haben wir einen. Okay, bei dem können wir eventuell auch das ein oder andere noch kaufen. Das kostet jetzt 3,5 alles, ne? Ja gut, eine Waffe können wir uns noch holen. So, okay, dann haben wir jetzt über... Gucken wir mal rein. Wir haben noch über, wo haben wir es? 3k, ne? Beauty. Dann haben wir jetzt auch wieder 32.000 ausgegeben. Heißt, wir sind jetzt bei 64.000 Anima, das wir auf den Kopf gehauen haben. Und ich würde sagen, wir zahlen jetzt einfach nochmal ein und dann ja, sehen wir mal, wie viel noch reinkommt, ob nochmal gecapped wird. Es wird nicht nochmal gecapped. 28.000 K gehen noch drauf, was haben wir gesagt? 64, dann sind wir bei 70, 80, 90, 92, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also knappe 100k Anima haben wir jetzt hier reingebunkert in das Ganze. 92k ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Ich glaube, bei den Kyrianern ist es tatsächlich so, dass man nur ein bisschen über 100k Anima überhaupt braucht, um alles kaufen zu können. Heißt, wir müssten schon relativ nah rankommen an, ja, alles abgehakt. Jetzt gucken wir mal. Den Händler dürften wir hoffentlich nochmal komplett aufkaufen können. Jetzt gucken wir mal hier. Das ist irgendwie komisch, ne? Manche Items... Ah, jetzt habe ich keine... Ich habe keine Dings mehr. Ich hab's befürchtet, ne? Ich hab keine dankbaren Gaben mehr. Ah! Bitter. Sehr, sehr bitter. Hauen wir die beiden mal noch weg. Das können wir auch weghauen. Achso, die Gegenstände will der Händler nicht haben. Dann müssen wir sie löschen. Das löschen wir. Aber wir haben noch andere Händler, wo wir auch noch hingehen können. Gut, die sind alle gelöscht, die Sachen. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier overall noch haben. Wir haben quasi noch eine Waffe, die ich hier brauche und wahrscheinlich noch zwei, die versteckt sind, vermute ich. Je nachdem, ob es ein, also ein Rogue-Dolch gibt es bestimmt auf jeden Fall. Also hier haben wir eins, zwei, warum ist da sogar ein Stab versteckt? Zwei, drei, ach der Stärkestab. Also es sind drei Items, im Endeffekt 30 dankbare Gaben, die mir hier fehlen. Und das sind dann 7.000... 10.500, die bei dem Händler quasi dann noch offen sind, ne? Das eine ist ein Zweitransmog, deswegen wird das jetzt hier nicht angezeigt, aber das hole ich mir natürlich trotzdem. Gut, den Mythic-Händler, den kann ich mir nicht holen. Dann merken wir uns etwa ein bisschen über 10.000 Anima brauche ich und 30 dankbare Gaben. Ich habe jetzt hier noch rumliegen 21k, ne? Und jetzt gibt es aber noch ein paar andere Händler. Und zwar einmal, gut, das ist hier der Tisch hier beim Pfad des Aufstiegs. Ich muss mal gucken, was ich hier alles kaufen kann bei den Händlern. Ihr seht, hier gibt es nämlich drei Händler oder vier Händler insgesamt, die auch noch Waren haben. Da muss man aber teilweise Achievements haben. Ich will diese Achievements am Wochenende mal angehen. Und dementsprechend muss ich mal gucken, was wir jetzt zusammenkriegen, was wir überhaupt kaufen können. Also, es gibt einmal einen Händler, der verkauft uns Mounts. Da brauche ich aber, glaube ich, die Erfolge. Dann gibt es einen, der hat hier so ein paar Set-Geschichten, ja. Dann gibt es einen, der hat etliche Waffen, auch grüne und blaue. Da ist es tatsächlich so, dass man die auch teilweise durch andere Quellen kriegen kann, über das Konservatorium der Königin. In Samen habe ich schon einige rausgezogen, beziehungsweise die kann man halt auch bei den Ventier in den Kisten drin haben, von den Followern, die man da quasi hochzieht im Ruf. Also da gibt es verschiedene Quellen, ne? Und ich glaube, als Necrolord gibt es so komische Kisten, wo man gamblen kann, aber das kostet relativ viel Anima, und da zu gamblen, weiß ich nicht, ob das zielführend ist. Also hier sieht man, hier gibt es auf jeden Fall zwei Mounts. Für das eine könnte ich mir schon kaufen, das andere
braucht hier tatsächlich noch ein Achievement. Kaufen wir uns das nächste Mal, wenn ich das Achievement für alle fertig habe. Also da gewinnen wir schon mal relativ wenig. Dann haben wir... Ne, das ist keiner von diesen Händlern. Jetzt muss ich bloß gucken. Er hier ist, glaube ich... Ja. Für das Pet, da brauchen wir eh Pet-Battle-Marken, ne? Das ist eins von den drei, die mir noch fehlt. Da brauchen wir auch ein Achievement. Wie gesagt, das Wochenende will ich das jetzt mal in Angriff nehmen. Und dann müssten wir jetzt hier nochmal ein paar haben. Hier haben wir einen Waffenhändler und der, so wie es aussieht, braucht auch nochmal einige Erfolge. Also da sieht es leider auch schlecht aus. Wir können uns mal so grob zusammenrechnen, was wir noch an Anima brauchen, dass wir so grob auf dem Stand sind. Ich glaube, ich habe einen Händler. Einen Händler habe ich vergessen, oder? Kann das sein? Ah ja, hier müsste noch einer sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Händler haben wir irgend... Wahrscheinlich steht der hier oben. Also den hatten wir. Jetzt muss ich mich mal kurz... Den hatten wir. Dann den haben wir. Den kleinen haben wir. Und einer fehlt noch, der uns das Set verkauft, ne? Ah, das ist der hier. Hier stehen zu viele NPCs rum. Okay, und auch für das Set brauche ich halt leider, ne, die Achievements. Gut, jetzt muss ich mal grob gucken, was ich hier noch brauche, dann an Anima. Gut, der braucht kein Anima. Dann für die Mounts brauche ich noch 7500, ne? Wobei, das eine kann ich mir auch mit dem Main kaufen. Also theoretisch kann ich auch sagen, ich brauche für die Mounts 5000, ne? Dann, was haben wir hier? Hier haben wir 1500, 1500, 3000 und dann haben wir 1, 2, 3 mal 750 mal 3 sind 5200 plus die 3000 haben wir 8250 plus die 5000 von den Mounts, weil wie gesagt, das eine kann ich mir auch mit einem Necrolord-Schar für 5k kaufen. Gut, dann wäre das das. Dann hatten wir unten die 10.500 waren es, glaube ich, die ich da noch brauche, ne? Falsch machen, 10.500. Dann sind wir bei 23k und dann fehlt eigentlich nur noch der eine Händler. Also der Kollege hier. Und da brauche ich halt einige Items. Ne? Jetzt kann ich mal hier alle Anzeigen machen. Auch die, die wir eventuell nicht tragen können. Also das können wir nicht tragen. Das auch nicht. Das haben wir schon collected. Dass mir das jetzt hier falsch anzeigt. Ah, okay, jetzt macht er das richtig. Es wären es hier 500, 1000, 2000, 3000. Die haben wir schon. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Okay, aber hier zeigt es mir wieder nicht alles an. Jetzt muss ich das anders machen. So, machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Also, wir haben 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 4500, 5000, 6000, 6500, 7000, 1000, dann haben wir 8, 9, 9, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 müssten wir haben. 15.000, wahrscheinlich habe ich mir jetzt ein bisschen verzählt, aber ist egal. Das habe ich mir jetzt versucht, so kopfrechnungstechnisch zusammenzuzählen. Plus die 23.500 waren es vorhin etwa. Dann wären es 38.500, die ich overall noch brauche. Das geht eigentlich tatsächlich. Und das ganze Zeug braucht, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, keine dankbaren Gaben. Also hier brauche ich null dankbare Gaben bei allen. Das scheint alles zu gehen. Und gut, die 250 Pet-Battle-Marken, die brauche ich halt auch noch, ne? Nee, das braucht alles keine dankbaren Gaben. Also, es sieht gut aus. Ich habe jetzt noch, was ich jetzt noch habe, sind 21k. Also, von diesen 38.500 ziehen wir jetzt mal die 21.500 ab. Warte mal hier, ich habe den Rechner da auf der anderen Seite. 17k muss ich noch farmen. Heißt, das ist eine Woche, die ich noch farmen müsste.
Und dann müsste ich mir eigentlich alles kaufen. In der Woche kannst du, denke ich, auch mal die 30 dankbaren Gaben noch kriegen. Das dürfte nicht das Problem sein. Und dann sind wir auch mit den Koreanern fertig. Heißt, eventuell könnte ich nächste Woche die Koreaner und die, die Koreaner und die Vent hier fertig machen. Die Nightfee, da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger knabbern. Die haben nämlich um einiges mehr Sachen noch, was man sich quasi da kaufen kann. Gut, dann sind wir eigentlich am Ende von dem kleinen Video. Was jetzt der Endstand ist, nachdem ich mir das quasi alles gekauft habe, könnt ihr aus dem Videotitel ersehen, wenn ich jetzt wieder umlogge und All the Things quasi update, dann hackelt wieder alles. Dementsprechend schaut da einfach rein. Ich denke mal, so 20, 30 Items haben wir uns jetzt etwa gekauft. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Collection Update in der Woche. Und dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche die beiden Covenants fertig und haben dann tatsächlich nur noch die Night für über. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.